Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius von Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Umgang mit Narzissten energetisch heilen. Narzissmus energetisch heilen, das wäre in Klammern eher zu setzen. Wir haben das so ein bisschen gedrechselt formuliert, weil wir eigentlich davon ausgehen, oder es ist eigentlich ganz klar, ein Narzisst weiß nicht, dass er ein Narzisst ist. Und der hat also kein Handlungsbedürfnis, irgendwas an seinem Verhalten zu ändern, weil für ihn ist die Welt in Ordnung. Also warum soll er sich so ein Video anschauen? Aber diejenigen, die mit dem im Feld eines Narzissten sind, die dürfen energetische Heilung, bedürfen energetische Beheilung, und das machen wir jetzt. Gut, dann laden wir jetzt mal alle ein, die das trifft. Es gibt viele Narzissten, davon mal ab. So, alle, die jetzt kommen wollen, dürfen jetzt kommen. Die in diesem Feld der Narzissten, die erkennen, dass sie Narzissten sind, natürlich auch herzlich eingeladen. Wir schauen mal, was wir dafür tun können. So. Gut. Jawohl, wie immer, das Video ist zeitlos. Sie dürfen es sich jederzeit anschauen. Sie sind alle mit eingeschlossen. Wer da ist, wer dazugehört, ist jetzt da. Und ob er jetzt in 10 Jahren kommt oder nächste Woche, spielt jetzt keine Rolle. Das Video ist aktiv. Gut. Wie fangen wir an? Narzissmus, vielleicht ein paar Worte dazu. Narzissten sind Menschen, die im Übermaße sich selbst im Mittelpunkt der Welt sehen. Dass wir uns alle im Mittelpunkt der Welt sehen, ist ja klar, weil sonst würden wir ja nicht leben. Aber die sind Übermaß und sie glauben, dass alle Menschen ihnen etwas schulden und irgendwas für sie zu tun haben. Also im Nehmen sind sie großartig, im Geben sind sie eher schwach. Und wenn der Mensch nicht so funktioniert, wie sie es sich vorstellen, können sie unangenehm werden. Beziehungsweise die meisten Narzissten sind auch so manipulativ begabt, dass sie demjenigen einreden, der nicht seinen Willen folgt, dass er irgendwie ein schlechter Mensch ist. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Und dass er da was Großes, Schlimmes macht, dass er nicht das tut, was der Narzisst sich wünscht, dass er das tut. Und das machen die so manipulativ, so geschickt, dass man es im ersten Moment gar nicht bemerken kann. Also das sind ganz, ganz hervorragende Manipulator. Und die kommen natürlich mit diesen Trick, dass sich die Welt nur um sich herumdreht und dass sie alle ihre Wünsche erfüllt bekommen, im Gegenzug sie anderen aber nichts geben, relativ gut durch die Welt und merken gar nicht, dass sie eigentlich ein Problem haben. Deswegen werden die etwas weniger dieses Video schauen können wollen. So, jetzt gehen wir mal von denjenigen aus, die mit einem Narzissten zusammenleben. Okay, schneiden wir sie energetisch auf. Sich ausnutzen lassen, sich quälen lassen, sich bis zum Sklaventum erniedrigen lassen, das nehme ich aus all unseren Zuschauern jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenwelten, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt, Licht zu aller Erzengel. Selbstbewusstsein, deinen eigenen Wert erkennen, Schluss mit dem Ausnutzen, spiele ich jetzt hinein. Oft ist ja immer das Spiel mit der Liebe. Ich kann dir nur Liebe geben, wenn du da natürlich meine Wünsche alle erfüllst. Dann kannst du ein bisschen Liebe bekommen, so wie Tauben füttern. Dann schmeiße ich dir so einen kleinen Brocken hin, dann kannst du schnell was picken. Und da du hungrig bist, musst du natürlich das tun, was ich sage. Ne? Also das ist das Spielchen. Also auf dieses Spiel mit Liebe, Liebe geben, Liebe empfangen reinzufallen, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, jetzt, Licht zur Erzengel. Und das Erkennen, dass man mit einem Narzissten Umgang hat und dass man unter diesen
manipulativen Ansätzen leidet. Das spiele ich jetzt ein. So, Liebe. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du das und das nicht tust, dann bist du jetzt kein guter Mensch. Also, das gehört sich so, dass du das für mich tust. Also dieses Manipulieren, die Manipulation nicht zu erkennen, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus. In allen Dimensionen, allen Zeiten, zwischen Leben, Karma, dieses Leben, Karma, Vorfahren, jetzt. Und die Manipulation erkennen und auflösen und entsprechend dagegen, nicht dagegen, sie aufzulösen. Sagen wir es so, das spiele ich jetzt ein. Narzissmus ist so eine Art Spiel auch. Das heißt, ich spiele mit den anderen und habe dabei ein relativ geringes schlechtes Gewissen oder gar kein schlechtes Gewissen, weil ich finde das für normal. Hat aber auch irgendwas mit dem nicht genug Liebe bekommen zu haben oder irgend sowas. In der Richtung hängt das zusammen. Alles, was aufgehalten hat, dass wir oder die Narzissten jetzt nicht genug Liebe bekommen haben, nehme ich jetzt vollständig auf dem System aller unserer Zuschauer raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Licht zur Erzengel. Und Liebe bekommen, frei Liebe bekommen, ohne Forderungen, ohne wenn du das machst, dann bekommst du das erst, ohne Voraussetzungen. Das spiele ich jetzt bei allen unseren Zuschauern jetzt ein. So, Narzissmus, jetzt schauen wir mal. Alle Erpressungsversuche der Narzissten nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, jetzt Licht zur Erzengel. Schluss mit der Erpressung, Schluss mit dem Erpresstsein. Das Gegenteil von dem Narzissten ist eigentlich das Opfer. Das Opfer möchte, dass der geliebt werden von einem Menschen und gibt mehr, als es noch merkt, nicht, dass es ausgenutzt wird. Also dieses Ausnutzen lassen nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, alle Dimensionen, allen Zeiten, jetzt Licht zur Erzengel. Und der gesunde Mittelmaß, das Wissen, das Geben und Nehmen eigentlich so halbwegs im Ausgleich sein muss. Da darf man auch nicht zu kleinlich sein, aber wenn es nur Nehmen, nur Geben heißt und nichts bekommen, dann ist es nicht im Ausgleich. Das ist auch nicht energetisch richtig. So, dann haben wir mal das Opfer. Die Illusion, das aushalten müssen, das ist wie mit dem Alkoholiker zu leben. Der Alkoholiker ändert sich nie, solange er nicht den Leidensdruck hat. So ist es auch mit dem Narzissten, der ändert sich nie. Warum? Er hat ja keinen Leidensdruck. Diese Illusion, das aushalten zu müssen, nehme ich jetzt vollständig aus allen unseren Zuschauern heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Licht soll erzählen. Und Schluss mit dem aushalten müssen, Schluss mit dem Leidensdruck, mit dem Sklaventum spiele ich jetzt ein. Also dieser Narzisst, nochmal, der wird sich normalerweise nicht ändern, weil, warum? Die Welt ist doch gut, er manipuliert die Welt, er oder sie, können ja beides, sind nicht nur Männer, sind auch Frauen Narzissten, und alle tun, was derjenige oder diejenige gerne wünscht. Und damit ist die Welt so super, dass er sagt, das ist ja hervorragend. So, und das Opfer, nochmal das Opfer. Nicht genug Liebe in der Vergangenheit bekommen haben, also in der Kindheit oder sonstigen, in der Erwachsenenzeit, nehme ich vollständig aus allen unseren Zuschauern jetzt nochmal heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Licht soll erzingen. Genug Liebe bekommen, in sich Liebe selbst zu spüren und die nicht im Außen zu suchen, sondern im Inneren zu finden, das spiele ich jetzt ein.
nochmal dieses Ausbeuten lassen, sich ausbeuten lassen, nehme ich jetzt Vorschläge aus dem System von unseren Zuschauern jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen und Zeiten, Licht zur Letzengel. Schluss mit dem Ungleichgewicht, Schluss mit dem Ausbeuten, Schluss mit dem Erleiden, spiele ich jetzt ein. Und die Unfähigkeit, psychische Tricks zu entdecken, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Die Fähigkeit, psychische Tricks, Manipulationsversuche zu entdecken und als solche auch deutlich zu machen, das spiele ich jetzt ein. Die Angst, den Narzissten zu verlassen, weil was könnte vielleicht noch Schrecklicheres kommen, die nehme ich jetzt vollständig aus dem System, es kommt nichts Schrecklicheres, aus dem System aller Zuschauer raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, jetzt, Licht soll erzählen. Die Gewissheit zu haben, dass was Besseres kommt, dass man durchaus sich befreien kann aus dieser Klammer, das spiele ich jetzt ein. Die Lebensgrundlage vielleicht so eingeschränkt ist, dass man finanziell abhängig ist oder sich in Abhängigkeit begeben hat, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, jetzt Licht oder Erzengel. Das Wissen, dass Geld nicht alles ist, sich frei machen von diesem Druck, spiele ich jetzt ein. Und Wissen, dass dann das die Erlösung ist, kommt, wenn ich mich frei mache von diesen Dingen. So, Narzissmus. Die Vorstellung, dass ich den Narzissten heilen kann, dass ich ihm gutes Vorbild sein kann, dass ich dadurch ihn verändern kann, diese Vorstellung nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen und Zeiten. Und die Realität anzuerkennen, dass der andere aus dieser Position nie herausgeben kommen kann, weil er sich ja sehr wohl fühlt und wir eigentlich sind, diese Co-Abhängigen, die diesen Narzissten es ermöglichen. Und damit sind wir auch schuldig, diesen Narzissten groß werden lassen. Diese Co-Abhängigkeit, sich leiden zu müssen, so als leidendes, ich sag's mal in meinen Worten, Würstchen zu sehen, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller unserer Zuschauer jetzt heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Und Schluss mit dem Leiden, Schluss mit dem unterdrückten Spielen. Sekunde. Ja, das habe ich ja gerade so ungefähr auch erzählt. Ein Narzisst kann nur wirken, wenn er auch seine entsprechenden Spiegel findet, die sich das mit sich gefallen lassen. Wenn die Spiegel es nicht mehr gibt, dann kann ein Narzisst nicht mehr Narzisst spielen, weil es gibt keinen, der einfach mal so tut, was der andere verlangt und sagt, ist gut, linke Wange, rechte Wange, linker Hintern, rechter Hintern. Sich also schlagen lässt ohne Ende, sondern emotional schlagen lässt, sondern es gibt diesen Spiegel nicht mehr. Also die eigene Verantwortung sehen, diesen Menschen so lange immer in diesem Weg unterstützt zu haben, dass er gar nicht merkt, dass er auf dem Irrweg ist, auf dem Holzweg ist. Ne? So, okay. Ja, wie immer in meinem Leben, wenn ich etwas loslassen will oder was Neues bekommen will und ich habe den Narzissten gefangen als Frau oder Mann und ich kann ihn nur loslassen, wenn ich die Hand auch tatsächlich loslasse. Also vollständiges Loslassen, die Unfähigkeit vollständig loszulassen, nehme ich jetzt vollständig raus aus all unseren Zuschauern, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in all den anderen Zeiten. Und die Fähigkeit, vollständig loszulassen, Vertrauen zu haben,
dass was Neues, was anderes kommt und vor allem aus dem eigenen Verhalten zu lernen, kein Opfer mehr zu spielen, kein Opfer zu sein. Beim Co-Abhängigen, beim Alkohol ist das ja ein schönes Beispiel. Man versucht das immer zu beschwichtigen, der ist Alkoholiker, aber es darf keiner wissen und so weiter und so fort. Und versteckt den praktisch und glaubt immer, dass es eine Heilung, dass man dem eine Heilung geben kann. Und so ist das mit den Narzissten auch. Wenn ich immer alles tue, was der sagt, warum soll er sich da ändern? Und er wird sich auch nicht ändern. Ne? Und wenn man sich dagegen wehrt, wird das System natürlich auch irgendwann eskalieren. Also braucht es diese Schritte raus aus dieser Beziehung. Das ist der richtigste Weg. Okay, was haben wir noch? Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben wieder vollständig selbst. Für alle meine Taten übernehme ich die Verantwortung und mache das Beste aus meinem Leben. So, und das ist nicht Sklave vom Narzissten zu sein. Ne? Haben wir noch etwas, was fehlt? Fühlt sich ganz gut an. Ja, gut, jetzt haben wir natürlich mehr das Opfer, Anführungsstriche, bearbeitet als den Täter. Der muss sich dann jetzt mal ein bisschen mehr helfen, selbst helfen. Er wird schon merken, wenn der Spiegel nicht mehr da ist, ist der Täter auch geheilt. An wen soll er denn sich dann noch richten? Also die Heilung verkehrt rum, wenn man so will, das Opfer heilen, damit der Täter nicht mehr Täter sein kann. Ne? Gut, wunderbar. Das soll es auch sein, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass wir ein bisschen was tun konnten für Sie. Mein Name ist Cornelius von Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Freue mich, wenn Sie demnächst wieder einschalten. Machen Sie es gut. Bis bald. Ihr Cornelius.